So, hallo, willkommen zurück zu Imperion. Mit dabei Andi. Hallo. Reiko. Richtung stimmt. Okay, wir wollten jetzt erstmal noch hier auf dem Planeten können wir ein bisschen raiden. Das machen wir jetzt erstmal. Ich habe das Gefühl, das Moped kommt nicht aus dem Puppis, aber wir waren schon so hoch, weil wir ja aus dem Weltraum fliegen wollten. Factory 2, das ist da vor uns, ne? Jetzt raiden wir hier noch ein bisschen rum und dann gucken wir mal die anderen Planeten. Wir haben hier diverse Drohnen aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir das noch mit euch zusammen gemacht haben. Ich zeige euch das mal eben schnell. Kupferdrohnen jeweils zwei Silizium, zwei Eisen und zweimal Promethezium. Ist das ein Marker? New Maker? Ja. Ja, dann kannst du wieder löschen. Das ist der Factory 2. Ja, da steht unser Vehikel. Kannst du ihn bitte wieder löschen? Also in der Öffentlichkeit. Das ist Factory 2. Du hattest die ja damals benannt, 1 und 2. So. Ah ne, Andi sitzt hinter mir. Dann kotzt du mir ins Genick. Ach, bin ich auch gleich dabei, weil die Kamera wieder spinnt. Ich habe wirklich seit den letzten Patches kaum noch Probleme. Ja, jetzt kam wieder ein Riesenzucker. Genau. Du hast den Lipmaker nicht gelöscht? New Maker. Bei mir ist er weg. Ich muss ihn separat löschen, wenn du ihn öffentlich gemacht hast. Wusste ich nicht. So. Ah ja, können wir ja noch ein kleines Ruhmschiff zu stellen. Mhm. Ja, super. Da Kotzibär. P. Mal eben die Waffen einschalten. So, wo ist denn der Kotzi? Ja, man sieht ja auch so viel von innen, ne? Da ist er. Erstmal auf die 1 wechseln, sonst mit der Hand kann man nicht schießen. Höchstens Ohrfeigen verteilen. Mein freundliches Sterben. Wir sind ja diesmal ausgerüstet. Schubdüsen aus. So. Ach, das ist schon quietschend. Bewaffne mich erstmal. Da. Warte mal, lass mich mal eben den Warpi wieder ausbauen. Das Ding. So. Wenn wir noch auf dem Planeten bleiben, kann ich das lieber hier hinten reinhängen. Kriechen unten. Okay. So. Dann können wir nämlich hier in Ruhe arbeiten. Ja. Das olle Schiffchen erstmal schnell zerlegen. Mach das mal eben. Sind natürlich ein paar gute Mats. Dum. Kern muss noch stehen bleiben. Ah, Käfer! Ja, zu spät. Oh ah. Mann, ey. Da hast du, dass du das einfach nie siehst. Das ist echt ätzend. Drecksviehzeug. Ich mach mal eben die Signale aus. Wäre schön, wenn du mitschießt. Ja, allein zwei Käfer bekämpfen. Oh, jetzt ist er weg. Hautparasit, infizierte Wunde. Jetzt erstmal wieder sterben.
Hast du den nicht gesehen? Der war bei mir auf einmal weg. Nee, während er mich gebissen hat, also noch davor. Scheint nicht. War ja am Abbau und ich kann ja nicht um mich rumgucken dann. Eine ganze Menge Stuff noch drin gewesen. Ja. Ich meine, rüber da drüben sind ja ein Spawner. Ja, die Spawner sind echt fies. Aber ich muss jetzt erstmal sterben. Ich habe nur noch 99 HP und alles Mögliche an Krankheiten. HP. Ja, Rüstung hat er natürlich auch schon gut geschrottet. Alle Waffen durchladen. So. Noch 36 HP. Du denn? Wieso habe ich denn für dich keine Muni angeblich? Lasergewehr, also. Kann auch hier bleiben. Na also. Ah, jetzt habe ich noch einen Schrecken gekriegt. Wie bist du denn? Keine Infektion, sonst nix? Nur HP verloren. Okay. Na gut, die kannst du ja hochfuttern. Burger und Gutes. Ab. Gucken, dass ich da auch noch lebend hochkomme. Ups. Sehr schön. So, Stuff. Essen. Kannst reinkommen und was essen. Ich habe die Türen seitwärts zugemacht. Ich habe eben schon gegessen. So. Das noch da. Wieder die Tasche sortieren. Ah, die Erdscanner und so, die brauche ich jetzt aktuell auch nicht. Die kann ich tatsächlich auch hier lassen. Gute Idee. Nehmen wir nochmal ein Moped bei. Moped lasse ich auch da. Nachtsicht habe ich allerdings mal genommen. Ich hab's ganz unten und trenn's mal durch drei Pentaxit. Blau oder schwarz? Was? Blau oder schwarz? Blaue Kiste. Schwarze passt da nicht rein. Ist ja nur Muni. Fertig? Yep. Dann let's go. Licht an. Jetzt gibt's das Fressbrett, Jungs, Mädels, Damen, Herren, Frauen. C4. Sprengbumm. Brauchen wir unbedingt. Ja, yep, da ist es. 9. Nehmen wir noch einen Stack mit. So. Damit wir uns jetzt, ja, manche Viecher lassen sich ja besser wegspringen, weißt du ja. Na. Oder wie beim letzten Mal, weißt du, hier diese Spawner. Einfach mal schnell weggesprengt. Hier sollte alles leer sein, ja. Uah, da ist einer gekommen. Holst du den? So.
Tot. Da war hier irgendwo, muss ein Spawner gewesen sein. Ich spreng nochmal, Achtung. Einfach nur zur Sicherheit, weil ich nicht weiß, ob der wirklich weg ist. Ja, der scheint weg zu sein. Weil sonst kommst du hier hinter nicht mehr rein, wenn du leer bist, ne? Mhm. Upp, ist nichts nachgespawnt. Kisten sind alle noch leer. Alert, Containment Arena. Da hinten sind schon Albträume. Ja, da kommen sie schon. Weg, 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 weg. Der Skorpion ist weggebackt. Der ist auch weggebackt. Also, ne, wenn ich schieße, solltest du nicht in die Schussbahn laufen. Bei beiden. Erstens, ich weiß nicht, ob ich dich erschießen kann, aber zweitens, meine Kugeln treffen halt nicht mehr. Und die wären beide fast tot gewesen. Da hinten sind Geschütze, oder? Nee, doch nicht. Da, Skorpion. Hol ihn. So, ich hab gesprengt. Raus, 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 raus. Ah, infizierte Wunde. Boah, was halten die aus? Tot. Wenigstens habe ich den Spawner gesprengt. Aber du bleibst auch immer schön in der Ecke stehen, ne? Du lässt dich in die Ecke treiben. Kommst du nicht mehr weg. Ich versuche mal rückwärts wegzuspringen mit Jetpack. Aber das hilft leider auch nicht allzu viel. Ah, meine Rüstung ist noch gut. Du lebst noch? Nee. Schon tot? Ich bin draußen. Ja, ich habe gefragt, ob du noch lebst. Sagst du nee. Ich bin von Spinnen weggerannt. Also hast du noch überlebt? Nein. So. Warte noch, komm nicht rein. Achtung, die kommen. Ja. Noch einer von der Seite. Hilfe wäre gut. Hier sind einfach viel zu viele Viecher. Das ist echt übertrieben. So, hier oben kriegt er mich nicht. Weggebackt. Oder zurückgespawnt, wie auch immer. Ätzend. Jetzt noch einer? Ja, dann verkriech dich nicht am Schiff, dann verschick dich nicht. Du triffst den da nicht, der ist in deiner Ecke. Tot.
Und mit dem C4 für die Spawner, das geht eigentlich ganz gut. So, was habe ich gegen Hautparasiten? Blut, infizierte Nekrode, Hautverbrennung, Erfrierung, Strahlung, Strahlenvergiftung, Hautparasit. Und offene Wunde ist auch noch da, dafür müssten wir ja Verbände dabei haben. Sehr schön. Ja, nimm dir das am besten gleich mit. Ich habe mir nur 3 Verbände mitgenommen. Das reicht. Müssen immer, wenn wir die Spawner sehen, sofort auf die Spawner und C4 draufklatschen. Alles andere macht ja keinen Sinn, weil dann spawnen die ja ohne Ende nach. Der hier in dem Gang, den habe ich auf jeden Fall gekriegt, den Spawner. Wo der Skorpion herkam. Hier an dem Dings ist noch ein Beet. Ein Geschütz. Wo ist ein Geschütz? Hier in dem Kabuff, wo die andere Tür ist, hier vorne. Da ist doch auch ein Viech. Also auch ein Spawner. Mhm. Weg da, weg! Ach, jetzt hast du ihn aus der Explosion gezogen. Ah, da hätte ich da oben stehen bleiben müssen. Du schreist weg, weg, weg. Ja, du bist in 2 Richtungen gelaufen. Erst nach hinten und dann nach vorne. Über uns! Keine Ahnung, ob ich den Spawner erwischt habe. Ja, ja. So, der ist tot. Tot. Spawner, Achtung, Albtraum. Und wieder weg. Ja. Ja. Da ist er wieder. 3. Rückwärts. Ey, das kannst du vergessen. Ja, ich bleib hier. Komm, komm. Die sollen in die Sprengrichtung. Ah, Mann. Ich habe extra einen Sprenger gelegt und habe mich extra totschlagen lassen, damit die gesprengt werden. Bin extra stehen geblieben, damit sie in die Spreng-Dinges kommen. Ist ein wenig überzogen, wenn du mich fragst, hier. Dämliche Spinner. Toll. Guck mal, die Drohne ja hier durch die Tür. Oh, das ist aber komisch. Ach, du bist durchgekommen. Nö. Ich nämlich nicht. Gar nicht. Jetzt wegen dem Bewegungsmelder. Ja, das ist ja auch ein Bewegungsmelder. Der ist dafür, dass die Tür aufgeht. Nicht viel weiter gehen, die können wir von hier wegholen. Er kommt.
Yay, jetzt sitze ich hier irgendwo fest. Oh, lecko. Trotzdem wieder einer weggebackt. Ja. Dieser Scheißding hier. Na. So, ich setze jetzt C4 in dem Gang, wo die immer rauskommen. Ja. Ach, zu früh gesetzt. Dumm. Bleib zurück. Ich bin sowieso gleich tot. Warum? Ich hab den Spawner weggeholt. Kommen trotzdem welche, da ist noch mehr. Weg hier! Weg! Weg! Ah, jetzt hauen... Wieso despawnen die? Was soll der Scheiß? Wieder despawned. Was soll der Quark? Ist doch absoluter Schwachsinn. Naja, ob das wirklich Schwachsinn ist, weiß ich nicht. Er hat das ja seinen Grund. Okay, hier müsste jetzt Ruhe sein. Dr. Mitchell, please retrieve. Ja, den Gang kenne ich. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Den kennst du, glaube ich, auch noch. Den hatten wir nämlich auch schon mal gemacht. Das mit der komischen Tür und dann da runter. Ich muss jetzt erstmal wieder sehen, dass ich hier rauskomme aus dem Loch. Wo bist du denn? War tot. Okay. Na, immerhin haben wir den Weg hierhin ja alles gecleant. Nur Deko. Warte auf dich, kannst einfach durchlatschen. Mhm. Sollte nichts mehr unterwegs sein. Rüstungsbooster. Auf den Gang habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Ist ja echt ein Raketenwerfer am liebsten rein, ne? Den siehst, fängst jetzt auch an. Das ist das hier, der hässliche Rundlauf. Kannst du dich noch erinnern? Hm. Ja. Weißt du, was Sinn macht, ist versuchen, nur oben wegzuspringen. Dann kann man rein und raushüpfen, die Viecher nicht hinterher. Leider. Hat das Ding dadurch nur 100 HP verloren. Mein letztes C4. Müsste ja auch noch welches haben. Ja. Hatte geklappt. Na, da ist der erste Skorpion. Oh, dann muss ich nochmal hoch C4 holen. Ja gut, dann später. Wenn es mittags bringt er jetzt auch nichts. Ich müsste ja auch hoch. Oh, der kann... Ach so, der kann da durchstechen. Hm. Naja, du brauchst jetzt nicht auf die Schotten zu schießen, dann sind sie doch im Arsch. Ich dachte, der kann auf seinen Fuß schießen. Nee, du schießt nur das Schott kaputt und dann ist er doch gleich draußen. Der hat noch immer über Half-Life.
So, bin tot. Aber ich glaube, das lassen wir, weil... Ja. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Ich hole noch mein Täschchen und dann sind wir auch am Ende für die Folge. Gucken wir mal, wie wir es dabei weitermachen. Den hattest du nicht gekriegt, wa? Andi. Nee. Ach, nee, ist schon gut. Ich alleine auf so ein Viech schieße und immer nur beim Hüpfen springen kann, dann dauert das. Dann kriege ich den bestimmt nicht durch 3-4 Schuss tot. Ich guck da jetzt rein. Das habe ich ja auch gemacht. Aber besser wäre, den Spanner mal zu finden. Mistviech, ey. Jetzt habe ich auch kein C4 mitgebracht. Ja, kommt aber wieder neuer, ist jetzt Spawner. Ja. Da ist schon einer da. Komm da jetzt rein und such den Spawner. Ja, ohne C4 bringt der Spawner ja nichts. Da war er nämlich. Da war er. Hast du ihn auf dem Fußboden einfach so hin platziert. Ah, so ganz normaler Spawner, ne, ja. Immerhin. So. Der ist jetzt bei, wo ich gestorben bin, bei meiner Tasche. Ist jetzt der Skorpion. Ja, ich hab ihn nach vorne geholt. Lad nach, dann hüpfe ich rein. Denk dran, C4 mitzubringen, habe ich gerade auch vergessen. Mhm. Das habe ich ja hingekriegt. Erstmal Jetpack tanken. Ist ja eigentlich voll. Warum hüpft denn der so schlecht? Ah ne, Jetpack ist ja da. Hm. Hab auf Sauerstoff geguckt. Boah, auch wieder. Ist schon wieder 1000 Schuss von der Muni verballert. An 2 Skorpionen, weil es ein Scherz. Boah, Skorpion ist weg. Boah. Leider wird das hier drin noch viel schlimmer. Ach, shit. Bin in die Falle gefallen, bin ganz unten. Okay, doch, da ist er. Oh, was? Jani, ist klar. Hier laufen 1000 Albträume rum und 2 Laserguns. Das kannst du vergessen. Ich glaube, das Ding raiden wir lieber mit Fahrzeugen, indem wir uns durch die Wände ballern. Das macht ja so keinen Sinn. Muss mal gleich mit der Drohne reingucken, was da unten ist in dem Boden, wo ich reingefallen bin. Na, C4 habe ich hier. Ja, das bringt ja nichts jetzt. C4 kannst du nicht mit der Drohne platzieren. Ja, nee. Zupf. Boah. Nee, das ist wahrscheinlich so eine, ja, die man mit Fahrzeugen raidet. Das ist echt übelst krass. Was sie mit den Viechern gemacht haben, ist auch übel. Halleluja. Da hat jetzt gesprengt. Ich hatte meine Drohne geschossen. Ja, ja, klar. Nichts gegen, aber dafür, wenn sie das Spiel neu balancen wollen, weil sie jetzt mit der Alpha 10 rauskommen wollen, ich finde, das ist der falsche Weg. Und in euren Kommentaren habe ich es ja auch gelesen, dass ihr ebenfalls die gleichen Probleme habt. Mhm. So, ich versuche noch schnell meine Tasche zu looten. Ne, da bin ich reingefallen, das ist der Wahnsinn. Ja, hier der Weg hinten ist immer 2 Skorpione. Jetzt heißt es irgendwie an meinen Stuff kommen. Und das wird nichts. Ja, das muss man aber gleichzeitig machen, weil du nichts aushältst. Muss erstmal gucken, wo mein Rucksack ist. Da, 6,4 Meter. Ach so. Okay, ich hab schon alles. Ich hab direkt unterm Loch gesterpselt.
Ich war wohl schlau genug, ja, ja. Ich dachte, ich könnte das Ding irgendwie dazu bringen, dass es auf die andere Kanone schießt. Nee. Also das müssen wir uns reinballern in das Ding. Hier hinten sind noch zwei Skorpione, ja. Mhm, wo bist du? Hier, meine Drohne. Ach so. Du bist fleißig draußen. Ich wollte in das Loch nochmal reingucken. Ich bin darum. Die lassen sich gerade abschlachten. Also nicht bewegen, bleib wo du bist, egal wo das ist. Schön bei dir. Erstmal den einen abschlachten, der sich abschlachten lässt. Hat sich weggebackt. Ja, der bewegt sich auch nicht. Ah, der geht aber schnell kaputt. Okay, er ist auch weggebackt. Kurz bevor er tot war, hat er sich aufgelöst. Hier kommt man dann auch runter. Aber leider nicht direkt über die Kanonen, dass man von oben tricksen könnte. Oh. Aha. Ja, ist auch wieder ein Fallenloch. Das ist ein anderes Objekt. Ja, direkt vor den Lasern. Da ist eine gelbe Kiste, habe ich auch noch nicht gesehen. Gelb. Ah, da ist Knopf. Ja, damit kannst du die Dinger ausschalten. Okay. Aber leider kannst du keinen Knopf bedienen von Drohne aus. Damit müsstest du die Laser ausschalten können. Ich habe mich hinter der gelben Box versteckt. Mit meiner Drohne. Jetzt hinterm Schaltpult. Oh, dann hat es das Schaltpult weggeballert. Okay, ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Vielleicht muss ich auch cutten. Ich habe die ganze Zeit nicht rübergeguckt. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.